Moin, Servus, Ludwig hier. Teil 2 oder das zweite Video zu Old But Gold. Heute das Spiel Dishonored Entehrt. Wir gucken rein, es ist von 2012. Es ist nicht so alt wie das letzte Spiel. Es wird wieder so ein 15 bis halbe Stunde Video. Wir testen das Spiel auf Herz und Nieren. Wir gucken, kann das was, kann das nix, ist das Müll. Wir machen ein neues Spiel. Wir machen schwer. Warum nicht? Helligkeit. Jo. Wir fangen an. Corvo, gäbe es doch noch einen Vertrauten, den ich senden könnte. Aber es gibt niemanden. Die Seuche hat so viele dahingerafft. Wir brauchen ein Heilmittel. Emily und ich werden ihre Rückkehr sehnsüchtig erwarten. Gut, Randinfos. Es geht um eine Seuche und wir sind ein Botschafter oder sowas. Auf jeden Fall kennen wir anscheinend die Herrscherin des Landes. Ganz ruhig. Mal gucken. Genau. Auf Nachrichten für die Kaiserin, für die wir weit gereist sind. Ersteinschätzung. Ja, die Grafik ist Eine besser weite als Reise Dark für Messiah. gute Nachrichten. Ich Liga finde es Blut, cool, dass es so ein Wahnsinn. leichter Comic-Stil ist. Alles. Hat so ein bisschen, ich finde, so ein bisschen Steampunk-mäßiges an sich. Ich öffne die Schleuse. Und Na, dann mal hoch. sie hebt sich. Und das war's. Steig runter. Die Kaiserin wird schon auf ihre Nachrichten warten, Corvo. Kaiserin Jasmin. Wir scheinen wirklich gute Beziehungen zu haben. Corvo, du bist zurück. Erzähl Okay. von deiner Reise, bitte. Gab es Wale? Lass uns erst Sind wir der verstecken Papa? spielen. Ich schließe die Augen, du Nee, versteckst dich. sonst Du hättest du ja hast gesagt, Zeit. Papa. Ah, wir spielen Gut, Verstecken. los geht's. Wir müssen uns verstecken. Gut, ich zähle bis Die 10. kriegt uns Versteck dich nie. gut. Ja, versuch's, kleine Maus. Drücke C. Kriege ich hin. Oh, wir verstecken uns hier. Was soll's? Die ist doch ein Kacknoob, die findet uns Ja? nicht. Gut, du gewinnst. Ja, Wir ich hab sollten jetzt gewonnen. gehen, da Easy deine Mutter goal. dich auch sieht. Steuerung wieder wie bei jedem anderen Game. Nichts Besonderes. Willkommen daheim, kaiserlicher Schutzherr. Ich bin der kaiserliche Schutzherr. Nicht mehr auf Ist das hier der Wissenschaftler, ja? Und Künstler. Ich weiß nicht, Der sieht kann das wie alles. Campbell aus? Das ist doch gut geworden, Mensch. Anton Sokolov. Sehen Sie, ich habe die Schleuse verbessert. Er ist der Wissenschaftler hier. Hallo, mein Herr. Guten Tag. Ich bin der Schutzherr, ne? Nicht Die vergessen. Menschen sind krank. Sie sind meine Bürger. Und wir werden sie vor der Seuche retten, wenn wir können. Ah, eine liebe Jeden Kaiserin, Patienten. ja? Nun Keine gut. Diktatorin. Corvo. 2 Tage zu früh. Voller Überraschungen, wie immer. Ist das schlimm jetzt oder was? Ist das ein Problem oder was? Ich hoffte, eine andere Stadt wäre damit schon mal umgegangen und würde ein Heilmittel kennen. Das Okay, sind es gibt sehr kein schlechte Heilmittel. Nachrichten. Nicht gut. Wir sind am Ende. Was ist denn das für eine Frag solche nicht. Pest? Sie werden uns Corona? belagern und abwarten, ob die Seuche die Stadt in einen Friedhof verwandelt. Mutter, sieh! Wie, Was wo ist machen die die auf Wache? dem Dach? Was? Emily, hierher! Es geht direkt los. Jo. Ah! Mit Steuerung blockt man? Aua. Hä? Also. Okay. Habt ihr alle weggemacht? Herr Corvo, ich danke Ihnen. Wären Sie nicht hier gewesen? Nicht nochmal. Nicht schon wieder. Die können einfach zaubern. Nein! Weg von hier! Corvo! Wer ist er? Wer ist er? Finden Sie Emily. Der Orden schütze uns. Seht, was er getan hat. Na klar, ich war Ja, das. Logisch. Er hat die Kaiserin getötet. Na klar. Also ein Komplott. Alles klar. Gefängnis. Wir wurden eingebuchtet. Das ist Ihre letzte Chance, Corvo. Unterschreiben Sie dieses Geständnis und ich gebe Ihnen die letzten Riten. Siehst du, die wollen uns dazu kriegen. Die Wahrheit wird niemals ans Licht kommen. Aha. Ja, Sie Ärmste. Morgen werden Sie hingerichtet, aber es ist für einen guten Zweck. Was denken die? Die Dieses kriegen aber Land aufs Maul. Starke Führer, die Zurück in seine Zelle. Du solltest essen, Corvo. Dieses Essen hat ein Freund geschickt. Ein Freund. Wir wissen auch alle, was das heißt. Ist ja bestimmt nicht jeder im Kaiserreich gegen uns, ne? Gegessen?
Ja, wir sind spielt keine Rolle, aber seien Sie gewiss, wir glauben an Sie. Der Rest juckt mich nicht. Raus hier. Töten wir die oder lassen wir die über? Ist ja gleich sein Kollege, den zack, ab ihn. Jetzt haben wir eine Knarre. Oh, das Verhörzimmer. Das kennen wir ja schon. Oh, man kann Sachen aufnehmen und wegwerfen. Wahrscheinlich um Wachen abzulenken. Warum liegt da einfach eine Bombe? Aber heute muss schon alles vorbereitet werden. Ich kann es kaum erwarten, seinen Kopf rollen zu sehen. Das glaube ich. Das wird ein Festmahl für die Hunde. Okay. Ich mache schon gut Schaden. Zu den Waffen! Sag weg mit dir. Och. Ist dir nicht aufgefallen? Alter Schwede. Ich hau ab. Ich glaube, jetzt weiß jeder, dass wir abhauen. Ich lauf schnell hier runter. Oh, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Oh, man kann sogar rutschen. Die wissen sogar, wo ich bin. Kanalisation von Dunwall. Gegen drei Männer gleichzeitig kämpfen. Wie? Oh. Ach du Scheiße, also ich denke mal, es geht doch um Rattenplage. Ich denke, wir enden genauso, wenn die uns erwischen. Also ich weiß nicht, ob die uns angreifen, die Ratten. Ich kann die auf jeden Fall töten, aber er sieht echt nicht mehr so frisch aus. Hier sind aber keine Wachen mehr. Die schmeißen ja Tote runter. Ach, für die Ratten oder was? Oh, oh. Okay, also. Ich muss die Leichen nutzen. Hoppa, hoppa. Oh, oh. Okay, das beantwortet auf jeden Fall die Frage, ob die Ratten uns angreifen oder nicht. Neue Ausrüstung. Das ist ja geil. Ein faltbares Schwert. Soll ich mal das Ding ausprobieren? Ich verstehe. Ui. Das war ein cleaner Headshot, würde ich sagen. Aha, das ist der Typ, den wir treffen sollen. Ich bin Samuel. Samuel. Ich arbeite für ein paar ehrbare Leute, die Sie gern treffen würden. Weg hier. Ups. Achso, es gibt sogar Missionsdetails. Gegner eliminiert, Zivilisten eliminiert, Alarme ausgelöst, niemand getötet, Geist nicht entdeckt worden. Oh! Wo fahren wir denn jetzt hin? Ich finde die Kulisse geil, ne? Das also, ist der Houndpits Pub. Das ist schon cool. Für Kundschaft geschlossen. Wenn jemand Ihnen helfen kann, Lady Emily zu finden und Ihren Namen reinzuwaschen, dann er. Da drin arbeiten Sie rund um die Uhr. Stoßen Sie dazu. Wir reden später weiter, Lord Pendleton. Ich bin Admiral Havelock. Wir riskieren unser Leben, doch wir haben uns verpflichtet, Lady Emily zu finden und ihre Krönung zur Kaiserin zu sehen. Und wenn Sie uns helfen, helfen wir Ihnen, die Mörder der Kaiserin zu stellen. Bevor Sie sich zurückziehen, sollten Sie sich bei Piero vorstellen. Na gut, dann wollen wir da mal hingehen. Ich werde Ihre Waffen und Ausrüstungsgegenstände herstellen. Die Maske des Attentäters. Unsere? Sie sind Maske? Ein gesuchter Mann, also kennt jeder in der Stadt Ihr Gesicht. Halten Sie kurz still, damit ich Sie anpassen kann. Kriegen eine Maske. Es wäre besser, Sie schlafen etwas. Ihr Leben wird bald noch viel komplizierter. Achso. In mein Schlafgemächern, ja? Oder auch nicht? Da. Hallo, Corvo. Wer ist er? Dein Leben ist aus den Fugen geraten. Ich bin der Outsider. Und das mein Zeichen. Es gibt Kräfte in und außerhalb der Welt. So, okay, Sporten, das ist schon cool. Bums, sind
anderen Zaubers? Rune. Wenn du ein paar Runen gesammelt hast, öffne das Tagebuch im Bereich Kräfte gegen Kräfte einzutauschen. Kräfte. Nachtsicht, Teleporten beherrschen, Zeitflammen, tödlicher Schwarm, Windstoß. Okay, und Gesundheit. Ich würde sagen, wir machen mal das. Wie du mein Geschenk einsetzt, obliegt allein dir. Und nun bringe ich dich in deine Welt zurück. Das kennen wir doch, das haben wir doch gerade schon gesehen. Aber jetzt mit dem Zeichen auf der Hand. Hier komme ich rein. Jo. Gut, dann legen wir los. Heute Abend stirbt Oberaufseher Campbell durch ihre Hand. Campbell trägt ein Tagebuch mit sich. Es wird uns Emilys Aufenthaltsort verraten. Wir zählen auf sie. Also, jetzt wissen wir natürlich, worum es geht. Wir sind also ein Attentäter. Wir sind vom kaiserlichen Schutzherr jetzt zum Attentäter geworden. Um die kaiserliche Linie wiederherzustellen, wir müssen Emily finden, sie zurück auf den Thron bringen. Und alle, die das Kaiserreich verraten haben, die müssen wir wegbumsen. Das ist unser Ziel. Das machen wir jetzt. Let's go. Destillierbezirk. Das ist jetzt wahrscheinlich die nächste Mission. Das Spiel steht viel aus Dialogen bzw. Kleinen Zwischensequenzen, die das alles hier erklären, was hier passiert. Sehr storylastig. So, hier sind jetzt drei Wachen. Zwei, drei. Oh, das wird schwierig. Hier ist er für die Wache. Oh, die haben mich gesehen. Zack, der erste ist weg. Ja, ich nehme die Knarre. Zack, noch einer tot. Den habe ich auch. Teleportieren. Und weg. Also wir sind jetzt in dieser Mission. Ich kann hier einfach überall rumlaufen. Das ist schon cool gemacht. Also es ist zwar linear, aber so einen leichten Open-World-Aspekt hat es trotzdem. Wer ist das? Wer ist das? Hä? Das war die Lumpengräfin. Die ist auf einmal weg. Das würde ich da ist sie. Ah, jetzt kann ich mit dir reden. Bist du es, mein geliebter Ehemann? Nein. Meine Augen sind nicht mehr das, was sie einmal waren. Schon wieder so viele Herren, die nach mir fragen. Aber nicht wie früher, nicht die Netten. Hier ist der Schlüssel zur Haustür, Liebchen. Du kümmerst dich um diese Rüpel, nicht wahr? Da wir ein IQ von 300 haben, greifen wir von oben an. Wir wollen die Wäsche ab. Na, Leute? Oh, die können wieder hier. Der erste ist tot. Das ist auch weg. Also, man nimmt schon gut Schaden, ne? Oh, mein Lieber, ich wusste, dass du mir mit diesen ungehobelten Rabauken helfen würdest. Ich jetzt habe ein Geburtstagsgeschenk für dich. Ich bekam es vom Outsider. Und jetzt. Ich hab's gesagt. Ich hab's gesagt, die ist auch vom Outsider gezeichnet. Und guckt euch das an. Ich hab eine Rune bekommen. Ich würde sagen, ich schau mal kurz bei dem Doktor vorbei. Dann gehen wir mal hoch. Da oben müsste sein Labor sein. So, ich hab die Eingeweide. So, dann gehen wir die Leute mal vergiften für die Rattenkönigin, damit wir eine Rune bekommen. Er pisst dann in die Ecke. Jetzt pisst er nicht mehr in die Ecke. Und jetzt so. So, ich bin drin. Oh, oh. Und schalten wir mit dem Ding hier aus. Und zack. Alter, ich hab den Kopf festgenagelt. Alter. Guckt euch das an. Holy shit. Vergiften, würde ich sagen. Ich schleiche mich hier wieder zurück. Zack, und schnell weg hier. Hat es echt geil gemacht, ne? Das ist echt nice, das Game. Irgendwer ist hier, sagt er. Zack, schnell hoch hier. Also das mit dem Teleportieren ist ja so geil. Da ist er. Ich wusste, dass du mich nicht enttäuschen würdest. Jetzt kann ich endlich in Ruhe am Ufer spazieren gehen. Weiter zur Hauptmission. Oder die Ratten?
Jasper. Ach so, ich muss ihn befreien. Es ist gar nicht so schlecht hier drin. Ich vermisse nur ihre Frau. Und er ist tot. Ich weiß, wer sie sind und was sie wollen. So, ich lasse dich etwas bei. Wir müssen Emily finden und Campbell töten. Wir sind am Holger Square und wir müssen da rein ins Besprechungszimmer. So, jetzt haben wir anscheinend mehrere Möglichkeiten, in das Gebäude einzudringen. Einmal hier durch den Haupteingang. Da hinten müsste der Hinterhof sein. Ich glaube, über die Dächer würde das, glaube ich, auch gehen. Wir nehmen den Hinterhof. Man kann ja echt überall lang klettern, ne? Das ist halt echt cool gemacht. Das Movement ist auch recht schnell. Ich kann jetzt zack. Scheiße, ich hab's verkackt. Ich kann jetzt einfach hier zack. Einfach rüber. Hier runter. Zack. Jetzt hier rüber. Ich glaube, ich erschieße den Hund. Und dann hole ich mir die Wache. Der Hund ist natürlich nicht gestorben. Aber jetzt tot. Wir versuchen es weiterhin leise. Zack, er ist auch weg. Da müssen wir rein. Ins Besprechungszimmer. Da hinten ist er noch mit dem Hund. Oh oh. Ich würde sagen, wir gehen aufs Dach. Jetzt schnell den Hund. Alter, das war knapp. Ich würde sagen, dann nehmen wir eine Granate. Meine Hände langweilen sich schon. Und ihn von oben. Zack. Und er lebt noch. Auch weg. Ich manipuliere das mal. Jawohl, wir sind drin. So, wir sind im Büro des Aufsehers. Wir haben ja noch diese Mine. Oh, da kommt einer. Mach da eine Mine hin. Alter, der wurde einfach zerschnitten. Gehen erstmal hier weiter. Zack. Folgen Sie mir bitte. Männer, wir holen Sie, wenn wir fertig sind. Da ist der Oberaufseher. Der muss sterben. Danke. Ich würde sagen, kurz und schmerzlos, oder? Zum Geschäftlichen. Meine Männer, ihre Aufsehen. Und zack. Eliminiert. Ich gehe rein. Oh oh, da kommt gleich jemand. Jemand ist tot. Ich weiß das. Und zack, ihn auch. Und jetzt habe ich dich. Der muss auch sterben. Kein Alarm geschlagen, zum Glück. Oh oh. Ich darf nur keinen Alarm schlagen. Zack. Weg. Perfekt geparried. Meiner Frau und mir kocht und putzt aber nicht. Sie interessiert sich für komische Dinge. Maschinen. Und weg hier. Jo, hier draußen ist ja alles geklärt. Also einfach ab zum Schiff. Da unten ist er. Der gute Samuels. Dann wollen wir runter jeden. Soweit ich weiß, hat Campbell nichts ausgelassen. Sind Sie bereit? Ja. Die erste Mission, der erste Auftragsmord. Und Lord Pendleton sind im Hof. Zurück im Versteck. Ich würde sagen, das war ein kleines Reingucken in das Game. Der erste erfolgreiche Attentatsmord. Wir müssten jetzt natürlich noch weitere Leute umbringen in den nächsten Missionen, dann das Erbe der Kaiserin Emily da wiederherzustellen. Aber jetzt könnt ihr auch einfach selber spielen, das Spiel kostet nicht so viel. So, kommen wir zur eigentlichen Bewertung des Spiels. Wieder mit den üblichen Punkten, dem Kampfsystem, muss ich hier tatsächlich, finde ich persönlich, 10 von 10 Punkten geben. Man kann so sliden, man kann stealth, man kann combat, man kann parryen. Sowieso das Geilste, was es gibt, finde ich, parryen. Es gibt Granaten, man kann teleportieren. Hier, Feuerarmbrust haben wir gar nicht ausprobiert. Normale Armbrust, Pistole, Betäubungsschuss. Sehr, sehr cool, wirklich gut gemacht. Man kann auch wieder mit der Umgebung ein bisschen kämpfen, wieder Sachen schmeißen und so. Also dem Kampfsystem würde ich da schon 10 von 10 Punkten geben. Es macht echt Spaß, ist echt cool. Die Grafik. Kommen wir zum Punkt der Grafik. Ich persönlich mag diesen Grafikstil. Ich finde das cool. Das hat was. Klar ist das Spiel ein bisschen älter. Man merkt doch die 60 FPS.
Aber ich würde der Grafik trotzdem 7 von 10 Punkten geben. Sie spricht mich an, ich finde es nicht hässlich. Nächster Punkt, Story. Die Story ist halt für mich viel einleuchtender als bei dem Spiel, was ich davor angetestet habe. Die hat hier einen schönen Strang, man weiß genau, worum es geht. Es geht um die Kaiserfamilie. Deswegen würde ich der Story eine 7 von 10 geben. Ich bin nicht so der Story-Mensch. Warum keine 10 von 10? Dafür gibt es einfach bessere Stories. Die Atmosphäre, ich finde die Spielwelt ziemlich cool. Ich mag dieses Steampunk, glaube ich, nennt man das. Steampunk-Atmosphäre finde ich cool. Oder dieses Industriezeitalter spricht mich an. Es ist cool gemacht, es sind coole Charaktere. Wir haben jetzt zwar nur die Lumpengräfin kennengelernt, aber die fand ich schon cool. Das war schon cool gemacht. Was den Outer dann auch kennengelernt. Mit der Zwischenwelt ist auch ziemlich cool gemacht. Willkommen daheim, Mr. Corvo. Guten Tag. Deswegen gebe ich der Atmosphäre in dem Spiel 8 von 10 Punkten. Und der letzte Teil, Steuerung. Ich persönlich finde, das Spiel steuert sich sehr angenehm, wie man hier im Hintergrund sieht. Ich kann hier ganz easy hinlaufen, zack, mich hier hochporten, mich darüber porten, hier einen Doppelsprung, hier hochklettern, hier rutschen. Ich gebe der Steuerung auch eine 10 von 10. Insgesamt kommen wir dann auf tatsächlich 42 von 50 Punkten. Ich kann das Spiel nur empfehlen, es macht wirklich Spaß. Das kostet, glaube ich, gar nicht so viel. Ich glaube 15 Euro oder 10 Euro. Wenn ihr Bock auf das Spiel bekommen habt, probiert es einfach aus. Macht auf jeden Fall Spaß. Und ich würde sagen, ich verabschiede mich, indem ich Admiral Havelock umbringe. So, und damit. Yalla, Hopsasa. Adios.